Also wir wussten zu Beginn nicht wirklich, worauf wir uns da einlassen. Und das ist natürlich schon, man muss Respekt haben. Man kann nie wirklich abschätzen, was passiert. Und es gab Erlebnisse, wo Teammitglieder auch schon das Gefühl hatten, dass sie jetzt wirklich berührt werden. Und das ging denen dann auch zu weit. Sie sind in der Design- und Filmbranche tätig, gehören dem Team der Geisterakten an und sind Mitbegründer des Streamingdienstes Ghostflix, der sich mit paranormalen Phänomenen befasst. Sie haben also viel mit dem zu tun, was man gemeinhin als Spukphänomene oder Geistererscheinungen bezeichnet. Was hat denn Ihr Interesse an diesem Thema geweckt? Bei mir war es ein sehr persönliches Erlebnis. Also es war der Tod meines Vaters, das war der Auslöser bei mir. Das war, also kam aus heiterem Himmel. Und es war so, dass man sich nicht verabschieden konnte, ne? Also es ist sehr plötzlich passiert. Und wie das dann so ist, man hat dann Fragen. Also wenn dieses Thema Tod so nah an einen herantritt, dann will man irgendwie dann doch mehr wissen, ne? Also das war bei mir einfach die Frage. Erstmal, gibt es da was auf der anderen Seite? Gibt es was nach dem Tod? Wenn ja, was? Und das sind einfach so dann die Fragen, die man hat. Und man will einfach dann auch wissen, ist denn derjenige, der gegangen ist, ist er gut angekommen? Ja, wo auch immer das ist. Und so fing das dann bei mir 2009 an, dass ich mich damit intensiver auseinandergesetzt habe und habe einfach ganz viel recherchiert. Sehr viele Dokumentationen zu diesem Thema dann aufgesaugt und inhaliert. Und ja, bin dann auf Steve Hoff aufmerksam geworden. Das ist ja der Erfinder des Portals, also auch ein Jenseitsforscher, ein amerikanischer. Und der hat mich sehr inspiriert. Ich war aber sehr skeptisch. Also er hat sehr interessante Methoden angewandt, um wirklich so mit der jenseitigen Welt, ja, wie auch immer man sie bezeichnen mag, in Kontakt zu treten. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Und das wollte ich einfach selber ausprobieren. Für diejenigen, die das nicht kennen, was ist das Portal? Ja, das Portal, das ist ein letztendlich so eine Art Effektgerät, wenn man so will. Also ich war damals auch sehr skeptisch, weil ich selber auch Gitarre spiele und dann so einige dieser verwendeten Geräte tatsächlich dann auch daher kenne. Und da gingen bei mir direkt so ein bisschen die Alarmglocken an. Und das, ich hatte zuerst den Eindruck, okay, das ist so viel Effekthascherei. Also man hat im Prinzip eine Art Software an dieses Gerät angeschlossen, die ein phonetisches Rohmaterial liefert. Man kann aber auch beispielsweise einfach ein Gerät anschließen, was ein Rauschen erzeugt. Das könnte auch einfach ein Radio sein, bei dem man den Sender irgendwo auf einen wirklich Bereich einstellt, wo wirklich auch nur reines Rauschen kommt. Es gibt da auch solche Geräte wie die Spirit Box. Das ist so ein ganz bekanntes Gerät. Das ist auch ein kleines Pocket-Radio, was in der Lage ist, durch ja, so einzelne Radiofrequenzen durchzuseppen, wenn man so will, in ganz, ganz kleinen Millisekunden. Und zwischen diesen einzelnen Frequenzintervallen wird ein ganz hochfrequentes weißes Rauschen erzeugt. Und man sagt, dass sich dann dort, genau in diesen Bereichen, Stimmen bilden können, die dort eigentlich nicht sein dürften. Klingt absolut verrückt, wir haben es ausprobiert und es funktioniert. Das wird dann an das Portal angeschlossen und das Portal hat einfach die Möglichkeit, diese Frequenzen, die das überlagern, so ein bisschen rauszufiltern. Also es ist zum Beispiel ein Effektgerät dran, was das Rauschen noch mal ein bisschen wieder reduziert und dann auch die Sprachen oder ja, diese Frequenzen, die in der Sprache zu hören sind, ein bisschen verstärkt. Das heißt, es werden durch die Technik Stimmen hörbar, auch unmittelbar sinnvolle Inhalte, oder ist das, was man da hört, weitgehend Interpretationssache? Definitiv Letzteres. Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Man hört was, man muss auch aufpassen, dass man nicht das hört, was man hören will letztendlich. Man muss da kritisch bleiben und das auch wirklich hinterfragen, auch gerne mal verschiedene Meinungen einholen. Aber das beste Beispiel war wirklich, wo es mich wirklich komplett von den Socken gehauen hat. Da haben Michael und ich das zusammen ausprobiert. Und wir hatten das Gerät, ich glaube, erst mal so 5 Minuten laufen. Und ich rufe meinen Hund Libby dazu. Ruf sie auf den Schoß, sie hüpft auf meinen Schoß und ich stellte einfach in den Raum die Frage, könnt ihr den Namen von meinem Hund sagen? Und es kam direkt Libby, sofort, aber so deutlich und so klar, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Das war einfach für mich so dieser Moment, wo ich einfach dachte, wie kann das funktionieren?
Ja, dann sind wir hingegangen, haben dann überlegt, okay, kann es irgendwie sein, dass diese phonetische Software auf das Mikrofon vom Laptop zurückgreift? Ne? Kann ja auch sein. Man muss wirklich da alles hinterfragen. Also haben wir ja erstmal überlegt, okay, nur über Systemeinstellungen die Mikrofone ausstellen, das ist nicht genug. Also Computer aufgeschraubt, haben wirklich Hardware entfernt, haben sogar die Webcam entfernt, einfach nur um zu gucken, passiert das trotzdem? Ne? Also kommt da trotzdem noch irgendwas? Man muss da wirklich alles hinterfragen und es hat trotzdem funktioniert. Also wir haben Fragen gestellt und es kamen direkte Antworten darauf. Das war wiederholbar mit dem Namen Libby. Der Name Libby taucht immer wieder auf. Das ist mittlerweile schon fast so eine Art Running Gag. Also selbst wenn wir Untersuchungen haben und Libby ist nicht mehr mit dabei, inzwischen ist sie ja altersbedingt ganz ausgestiegen bei den Untersuchungen und es wird immer wieder nach Libby gefragt. Und das ist, sie scheint da schon bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben, ja. Ich möchte noch einmal auf den Tod Ihres Vaters zurückkommen, der ja Ihr Interesse an diesem Thema geweckt hat. Konnten Sie irgendwann mal etwas herausfinden, das Sie ahnen hat lassen, wie es ihm geht? Also es gab tatsächlich eine Untersuchung, wo es ganz unverhofft eine Anspielung darauf gab. Es war auch wirklich eine Situation, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte. Wir waren an einem Druidenfels. Also man sagte, das ist ein Kraftort und haben dort einfach mal probiert, sind da denn auch Rückmeldungen einzufangen? Wenn ja, werden diese an solchen Orten verstärkt? Und das wollten wir einfach mal ausprobieren und haben dann so eine ganz klassische sogenannte EVP-Session eingelegt, also wirklich dieses Electronic Voice Phenomenon. Das heißt, man sitzt wirklich möglichst ruhig an diesem Platz und man arbeitet einfach nur mit einem einfachen Audiorekorder, stellt Fragen in den Raum. Und beim späteren Abhören sind dann bei diesen Pausen, die man dann da lässt, dann womöglich Antworten zu hören. Und dieses Phänomen ist wirklich sehr, sehr alt und das haben wir dann da ausgetestet. Und es war dann dort für mein Empfinden eine weibliche Stimme zu hören, die tatsächlich ein Ausschnitt aus einem Zitat von Goethe wiedergegeben hat. Also es klingt verrückt. Es gibt ein Gedicht von Goethe, was auch dieses Thema des Todes behandelt. Und da wurde ein kleines Fragment von wiedergegeben. Und es wurde einfach nur gesagt, sie scheint drüben weiter. Und das ist ein Gedicht, das haben wir in der Familie so für die Trauerkarte meines Vaters auch verwendet. Einfach, dass man so diese Gewissheit hat. Also man braucht keine Angst vor dem Tod zu haben, sondern man hat einfach die Gewissheit, dass die Sonne drüben weiter scheint. Das ist so diese Kernaussage dieses Gedichts. Und der wichtigste Teil dieses Gedichtes wurde quasi dort wiedergegeben. Und das war, wo ich einfach nur dachte, wow. Sie produzieren professionell. In Ihren Filmen sind dramaturgische Prinzipien erkennbar. Sie sorgen auch für Nervenkitzel. Geht es Ihnen nur um spannende Filmdokumentationen oder steckt dahinter auch ein weltanschauliches Anliegen? In dem Sinn, schaut her, Leute, es gibt mehr als die materielle Welt. Ja. Also ich freue mich immer sehr darüber, wenn wir Nachrichten bekommen von Zuschauern, die dann ja auch selber mal probiert haben. Ja, also dass die so ein bisschen diese Angst davor verlieren und diesen Schritt wagen, selbst mal auszuprobieren. Es bedarf keiner großen Technik dafür. Man kann einfach einen ganz simplen Audiorekorder benutzen. Selbst mit einem Handy funktioniert das. Also das ist wirklich einfach genial, es selber mal auszuprobieren. Man braucht Geduld, aber ich freue mich immer, wenn man dann von Zuschauern Nachrichten bekommt und wir bekommen viele, viele Nachrichten. Und dann berichtet wird, was Sie eingefangen haben, ne? Was bei denen als Rückmeldung kam. Und das ist dann für mich einfach so, wo ich denke, wow, super, finde ich klasse, weitermachen. Ne? Das ist für mich einfach das, was man sagt, okay, ich probiere es einfach selber mal. Man akzeptiert das oder man öffnet die Tür vielleicht auch ein Stück weit dafür und denkt, okay, vielleicht ist es möglich. Wenn man so ein bisschen zum Umdenken anregen kann, finde ich das schon großartig. Es gibt ja allgemeine Vorbehalte, dass das Spiel mit Jenseitskontakten auch Gefahren beinhalten, Ängste erzeugen könnte. Sehen Sie diese Gefahr auch? Eigentlich gar nicht. Also es ist, man muss natürlich immer vorsichtig sein. Ich würde jetzt auch nicht raten, irgendwelche Fragen zu stellen über den eigenen Tod. Also es gibt ja im Prinzip dasselbe Regelwerk, wie es bei der Verwendung von diesen Gläserrücken oder von Ouija-Boards oder sowas der Fall ist. Darüber haben wir jetzt ja auch eine Doku veröffentlicht über dieses Thema. Man muss schon ein bisschen gefestigt sein und ich würde schon davon abraten, solche Fragen zu stellen. Weil würde man jetzt fragen, wann sterbe ich oder wie sterbe ich zum Beispiel, ich glaube, man würde sich dann, glaube ich, immer wieder verrückt machen und sich, glaube ich, ein bisschen Lebensqualität auch nehmen. Von solchen Dingen würde ich einfach abraten, aber ich sehe keine Gefahr darin, da ein bisschen zu experimentieren und Fragen zu stellen, durchaus.
Welche Fragen man stellen oder stellen könnte, hängt ja auch von weltanschaulichen Vorstellungen ab. Was wissen Jenseitige überhaupt? Ist die Zukunft vorherbestimmt? Gibt es Grenzen, wo Sie sagen würden, diese Fragen soll man nicht stellen? Also ich verfolge da eher so das Prinzip, fragen kann man alles. Ob man da eine Antwort bekommt, ist ein anderes Thema. Aber das haben wir auch sehr oft erfahren, dass wir auf ganz viele anscheinend zu tiefgehende Fragen einfach wiederholt keine Antworten bekommen. Oder dann auch tatsächlich die Kommunikation komplett beendet wurde. Das haben wir auch schon gehabt. Wir haben es schon erlebt, dass die Geräte dann plötzlich komplett ausgegangen sind. Auch an dem Ort gar nicht mehr anging, später im Auto wieder funktionierten. Ja, das waren also schon ganz verrückte Situationen. Und diese Grenze, die wird einem dann eher von der anderen Seite vorgegeben. Ja, also es ist nicht so, dass wir auch den Kontakt vorgeben. Also wir signalisieren eine Bereitschaft für eine Kommunikation. Und ob diese dann aber überhaupt zustande kommt, das ist nicht unsere Entscheidung tatsächlich. Wie läuft denn eine typische Filmproduktion ab? Wie kommen Sie auf Ihre Schauplätze? Gibt es so etwas wie ein Drehbuch? Mit welcher Technik arbeiten Sie? Also Drehbücher gibt es keine Skripte oder ähnliches. Und wir besuchen Orte, denen man einfach nachsagt, dass es dort spukt. Oder auch Orte, die eine düstere Legende haben. Oder es gibt ja so ganz viele der Klassiker in Deutschland. Es ist ja immer diese weiße Frau in irgendwelchen Burgen und Schlössern, die dann dort ihr Unwesen treibt. Und dem gehen wir so ein bisschen auf den Grund und verbringen dann dort in den verschiedensten Teamkonstellationen eine ganze Nacht. Inzwischen sind wir 7 Personen und wir gucken immer, wer Zeit hat. Und dann ziehen wir gemeinsam los. Und das, was passiert, passiert. Und das, was passiert, das wird einfach dokumentiert, später dann ausgewertet. Sprich, man hört dann alles wiederholt ab und schaut, ob es irgendwelche Rückmeldungen gibt. Wenn ja, dann wird unsere Interpretation dessen untertitelt, eingeblendet für den Zuschauer. Es gibt auch immer wieder Streitpunkte, wo jemand von uns was anderes hört. Ja, Person A hört das, Person B das und dann sagen wir, okay, dann lassen wir es sein, bevor wir uns die Köpfe einschlagen, dann schreiben wir gar nichts drunter, überlassen es dann den Zuschauer. Aber auch selbst das, was wir dort glauben rauszuhören, ist nicht in Stein gemeißelt. Also wir servieren dem Zuschauer jetzt nichts auf dem Silbertablett und sagen, so ist das, ja? Sondern der Zuschauer soll auch ganz gezielt selbst interpretieren und die Situation selbst auch einschätzen und überlegen, ist das jetzt für ihn etwas, was er greifen kann oder nicht. Haben Sie auch die Erfahrung, dass der Einsatz von Technik die Absicht, ein Phänomen zu dokumentieren, verhindert, dass das Phänomen sich zeigt? Ist tatsächlich ein Klassiker. Also wir haben es auch schon sehr oft erlebt, dass wenn etwas passiert, es meistens in den Bereichen passiert, wo dann gerade die Kamera nicht stand. Oder wo es gerade aus war oder man gerade wirklich so am Abbauen war und im Prinzip schon wieder das Equipment eingeladen hat. Deswegen haben wir es uns inzwischen zur Aufgabe gemacht, das alles laufen zu lassen. Von Anfang bis Ende, eine Kamera läuft immer mal mindestens mit, bis zum Schluss, bis wir wirklich im Auto sitzen. Aber das ist tatsächlich ein Klassiker, dass dann da auch so ein bisschen, ich sehe es eher so als Humor. Also dass es wirklich mit so einem Schmunzeln irgendwo auch dann genau absichtlich so gemacht wird. Ne? Also das, ich kann es mittlerweile nicht mehr anders interpretieren. Sie sehen es auch humorvoll, aber kann das nicht auch ärgerlich sein? Doch. Ich habe mich da zu Beginn wirklich auch oft geärgert, wenn man sowas dann vermeintlich verpasst hat. Weil man will natürlich dann irgendwie auch so ein bisschen die Kontrolle darüber behalten und ärgert sich natürlich, dass man denkt, okay, Mist, warum habe ich da jetzt keine Kamera aufgebaut? Aber inzwischen weiß ich, selbst wenn ich genau dann dort eine Kamera aufgebaut hätte, dann wäre es irgendwo anders passiert. Also diese Gewissheit, die habe ich inzwischen und die gibt mir sehr viel Ruhe bei solchen Untersuchungen. Und man muss da auch lernen, die Zügel wirklich komplett aus der Hand zu geben, weil das nicht in meinen Händen liegt oder in unseren Händen liegt. Ne? Also wir sitzen dann da einfach, können froh sein, dass überhaupt irgendwas passiert, wenn denn was passiert. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Und dann muss man einfach nur vertrauen und gucken, was passiert. Aber es bleibt genügend übrig, dass Sie dokumentieren können. Welche Vorfälle haben Sie denn selbst besonders beeindruckt? Also wir haben eine Untersuchung durchgeführt, die ist aber nicht veröffentlicht. Ich weiß noch nicht, ob wir sie veröffentlichen. Also es gibt halt ganz viele Untersuchungen, die wirklich dann einfach so im Archiv landen und dann sich einfach nicht eignen, dass man dafür wirklich so eine Episode verpackt. Das war ein sehr, sehr altes Haus,
wo auch eine gewisse Hintergrundgeschichte ist, allerdings eine sehr persönliche Hintergrundgeschichte. Das ist dann auch oft so ein Fall, dass man dann sagt, okay, dann wird es einfach nicht veröffentlicht. Es war aber sehr spannend und wir wollten dem auf den Grund gehen. Und es war, wir haben diesen Ort betreten und es kamen direkt Rückmeldungen über ein neues Gerät, was wir dort im Einsatz hatten, was uns immer wieder gesagt hat, wir wollen Gerechtigkeit. Immer wieder. Also es war immer wieder dieses Thema, dass man etwas aufklären möchte, ja, und es, dieses Gerechtigkeitsthema, das kam immer wieder auf. Und wir waren mehrfach an diesem Ort und haben immer wieder nachgefragt über die unterschiedlichsten Techniken und haben später, als wären wir geleitet worden, wirklich über Ja-Nein-Fragen das wirklich abgeklappert, bis wir in einem Raum gelandet sind, in dem wir später Unterlagen gefunden haben, über ein, also das war so eine Art Knebelvertrag. Und zwar ging es darum, dass eine Person im Prinzip ihre Rechte abgetreten hat an eine andere Person. Und das, also es war wirklich extrem schräg zu lesen. Also es ging um Fotos, es ging um persönliche Rechte. Also es war sehr, 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 sehr grenzwertig, was in diesem Vertrag zu lesen war. Ich glaube auch nicht, dass der vor Gericht Bestand hätte, sowas. Habe ich noch nie gelesen. Und also es ging im Prinzip darum, dass man diesen Vertrag dem Eigentümer übergibt, dieses Hauses. Das war Ziel. Das haben wir getan und seitdem war dann dort tatsächlich Ruhe. Und das war für mich so einer der beeindruckendsten Erlebnisse überhaupt, wo man wirklich feststellen konnte, es war vorher wirklich eine Aktivität in diesem Haus, es war auch eine Atmosphäre in diesem Haus, die wirklich sehr, sehr unruhig wirkte. Und nachdem wir dann dort ja im Prinzip diese Unterlagen gefunden haben und diese dann auch übergeben haben, war Ruhe. Und das wurde einem dann auch vom Eigentümer bestätigt. Sie sind also entspannt genug zu sagen, das war jetzt ein Erfolg, aber ich verzichte darauf, eine Doku, einen Film daraus zu machen. Genau, also das war auch mal anders. Am Anfang denkt man natürlich, man steckt sehr viel Zeit rein und sitzt wirklich Stunden um Stunden dort, allein an der Auswertung. Und das macht man auch alles dann in der Freizeit. Und natürlich ist das dann schon so, wenn man dann später das nicht veröffentlichen kann oder es niemand sehen kann, denkt man natürlich dann schon so, ja, es ist schade. Ne? Man ärgert sich dann schon ein bisschen. Aber inzwischen ist es wirklich so, dass wir das im Team natürlich uns anschauen. Aber auch da hat man einfach gelernt, es muss nicht immer alles dann nach draußen gehen. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Sie haben das Thema Gerechtigkeit genannt. Sie hören etwas, Sie nehmen etwas wahr, aber es ist ja anzunehmen, dass Jenseitige nicht wie wir hier über Sprachen kommunizieren. Denken Sie, dass es bei der Dokumentation solcher Erlebnisse wirklich nur um das Aufnehmen sozusagen fertiger Botschaften geht oder spielt auch der Empfänger in irgendeiner Form mit eine Rolle? Das spielt definitiv mit ein. Das ist auch ein großer Faktor tatsächlich. Also das wurde mir auch schon einige Male klar und so ein Schlüsselerlebnis war auch tatsächlich, als ich mit Gesa Dröge, ist ja auch ein Begriff in der Szene der Transkommunikation, ja auch nicht wegzudenken, eine gemeinsame Einspielung hatten und wir schalten das Radio ein und die erste Rückmeldung, die kam, war mein vollständiger Name. Aber so deutlich, ich bin bald vom Stuhl gefallen. Also wir haben eingeschaltet und das erste, was kam, war mein vollständiger Name. Wir haben es einfach nur angeguckt und das kann nicht wahr sein. Ne? Also es spielt definitiv eine Rolle und es ist der anderen Seite auch ganz klar, wer dort sitzt und wer auch gerade versucht, in Kommunikation zu treten. Und es wird auch geguckt, warum tritt diese Person in Kommunikation. Ist das wirklich ernst gemeint oder ist das irgendeine Spielerei oder was ist die Intention dahinter? Das ist definitiv bekannt, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und es spielt auf jeden Fall auch mit rein, wie man die Fragen stellt. Und man sollte es auch immer sehr respektvoll tun. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Kann man das aus Ihrer Sicht verallgemeinern? Es braucht bestimmte Menschen an bestimmten Orten, damit sich Phänomene zeigen? Also ich konnte noch kein festes Muster erkennen. Ne? Also das ist so nicht möglich. Das ist ja auch immer so dieses große Problem, dass man irgendwie versucht, sowas nochmal zu reproduzieren. Ne? Das wäre ja auch ein Faktor, um es irgendwie auch auf wissenschaftlicher Ebene in Bereich zu bringen, wo man sagt, okay, das kann man so langsam mal akzeptieren. Es ist ja immer noch ein Bereich der Grenzwissenschaft. Das ist ja ganz, ganz schwierig. Aber es lässt sich wirklich kein festes Muster erkennen, wo man sagt, so und so funktioniert das oder in dieser Konstellation funktioniert das. Das ist nicht greifbar. Welche Erfahrungen haben Sie mit den sozusagen klassischen Möglichkeiten der Jenseitskontakte gemacht? Stichwort Tischrücken. Ich habe zwar eine Dokumentation über dieses Thema gemacht, also gerade über dieses Thema Ouija.
Habe da mit vielen, vielen Menschen auch gesprochen, die damit regelmäßig arbeiten und damit auch wirklich regelmäßig in, ja, in Kommunikation treten. Ich halte das aber wirklich für, persönlich für sehr, sehr schwierig. Ich denke mal, dass man da sehr, sehr viel unbewusst macht und unbewusst auch ausübt und leichten Druck auch irgendwo ausübt, ganz unbewusst. Und ich denke mal, dass sich das auch verstärkt, je mehr Menschen da jetzt an einem Tisch sitzen. Ja, hat man beispielsweise 4 Personen dort sitzen, die ihre Hände ganz leicht auf diese Planschette legen. Man muss auch gar keinen großen Druck ausüben, aber auch da gibt es wissenschaftliche Belege dafür, dass sich dann so ein ganz leichter Druck, wenn es denn von 4 Personen kommt, dann auch entsprechend verstärkt. Und ganz viele Dinge unbewusst dann auch passieren. Und wenn auch nur ein kleiner Impuls von irgendjemandem auch ruhig unbewusst passiert, wird das von anderen mit aufgenommen und man folgt einer Bewegung. Und ich tue mich mit diesem Thema persönlich sehr, sehr schwer. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich denke, dass da ganz, ganz viel wirklich auf einer Ebene passiert, die man selber vielleicht gar nicht so beeinflussen kann. Würden Sie nicht empfehlen? Würde ich tatsächlich nicht empfehlen, ja. Also es ist ein sehr spannendes Thema. Es ist natürlich auch immer ein Thema, was bei vielen Filmen auch aufgegriffen wird. Man kann es auf jeden Fall ausprobieren, um Himmels Willen. Es ist auch eine weitere Kommunikationsform. Ausprobieren kann man vieles. Sollte man auch. Man sollte auch immer sich ein eigenes Bild von diesen Dingen machen. Aber es wäre für mich jetzt kein, ja, in Anführungsstrichen, zuverlässiges oder keine zuverlässige Methode für eine Kommunikation. Sind mediale Jenseitskontakte in Ihrer Arbeit heute ein Thema? Haben wir auch sehr oft Erfahrungen mitgemacht. Wir haben ja auch haben ein Teammitglied mit an Bord, die auf dieser Ebene arbeitet, die liebe Katrin. Die ist quasi, ja, unsere mediale Stütze, wenn man so will. Und wir haben immer wieder mal Locations und Orte, wo man einfach sagt, okay, hier macht das wirklich mal Sinn. Und es ist natürlich ein Bereich oder auch ein Thema, was natürlich auch sehr schwierig ist, dem Zuschauer zu vermitteln. Es ist nicht greifbar. Habe ich auch selber immer so gesehen, weil erzählen kann man viel. Wenn ich es aber nicht sehen kann, dann ist es ganz, ganz schwierig, das dann zu vermitteln. Aber wir hatten auch wirklich Untersuchungen, die mich selber als großen Zweifler, was diesen Bereich angeht, dann wirklich vom Hocker gehauen haben, wo wirklich einfach sich auch Hinweise bestätigt haben. Wir hatten auch Untersuchungen, wo wir das ganz gezielt auf die Probe gestellt haben und wirklich dann auch die Dinge, die Katrin auf dieser medialen Ebene wahrgenommen hat, wirklich über die Geräte, die wir dort technisch im Einsatz haben, dann auch bestätigt wurden. Und das ist dann schon faszinierend, wenn das dann plötzlich sich deckt. Sie bezeichnen sich selbst als Zweifler und überlassen es in Ihren Filmen den Zuschauern, endgültige Antworten für sich zu finden, Schlüsse zu ziehen. Sind Sie selbst nach all den Untersuchungen zu einem eindeutigen Schluss gekommen? Gibt es eine jenseitige Welt oder könnten alle diese Phänomene auch irgendwie anders zustande kommen? Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Fälle, wo diese Phänomene auf natürlichem Weg zu erklären sind. Die gibt es. Und da brauchen wir gar nicht groß drum rumreden. 80% wahrscheinlich kann man auf natürliche Dinge zurückschieben. Ja? Wind oder was weiß ich was. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man das einfach auch erklären kann. Aber das, was dann übrig bleibt, das sind dann genau diese Dinge, die es spannend machen. Und es ist sehr, sehr schwer, nicht mehr an eine jenseitige Welt zu glauben, nach all dem, was wir erlebt haben. Also für mich ist das inzwischen, man ist zwar immer noch in gewisser Weise ein Restzweifler, ja, aber auch diese Fassade ist bei mir, um ehrlich zu sein, mehr als gebröckelt in den letzten Jahren. Also es ist nicht mehr möglich zu sagen, man glaubt da nicht mehr dran. Also dafür gibt es einfach inzwischen wirklich für mich persönlich auch einfach zu viele Beweise. Verfolgen Sie mit Ihrer Arbeit auch irgendwelche wissenschaftlichen Ansätze oder geht es Ihnen einfach darum, diese Phänomene zu dokumentieren? Also das ist tatsächlich der Hauptschwerpunkt, einfach, dass wir das dokumentieren, was passiert. Dennoch versuchen wir immer dieses Thema der Reproduzierbarkeit nochmal, wir wollen das natürlich schaffen. Das ist ja das, wo man dann sagt, da findet man auf wissenschaftlicher Ebene zumindest mal auf gewisse Weise ein bisschen Akzeptanz, dass man versucht, gewisse Phänomene zu rekonstruieren. Aber das ist halt genau das, wo eigentlich alle dran scheitern, in Anführungsstrichen. Es lässt sich nicht gewollt reproduzieren, diese Phänomene. Ob das nun ganz bewusst so passiert durch die andere Seite aus, ich weiß es nicht. Es ist sehr, sehr schwierig, aber das ist so mein großes Ziel, dass man irgendwo sagt, man kann das wirklich ganz bewusst nochmal hervorrufen. Die Arbeit macht zweifellos etwas mit Ihnen und Ihrem Team.
Haben Sie nicht Sorge, dass Sie in irgendeiner Form seelischen Schaden nehmen könnten, weil eben die Dinge, die da passieren, nicht überschaubar sind? Und sind Schutzmaßnahmen ein Thema für Sie? Es ist natürlich schon ein Thema. Wir haben dadurch ja auch schon zwei Teammitglieder verloren, die aufgrund der Erlebnisse wirklich dann diesen Bereich generell auch komplett verlassen haben und sich dem so ein bisschen abgewandt hatten. Wir sind natürlich recht blauäugig in diese ganze Thematik eingestiegen. Also wir wussten zu Beginn nicht wirklich, worauf wir uns da einlassen. Und das ist natürlich schon, man muss Respekt haben. Man kann nie wirklich abschätzen, was passiert. Und es gab Erlebnisse, wo Teammitglieder auch schon das Gefühl hatten, dass sie jetzt wirklich berührt werden. Und das ging denen dann auch zu weit. Wirklich einen echten Schutz in dem Sinne gibt es eigentlich nur meiner Meinung nach im Kopf. Es gibt Menschen, die sagen, nein, man muss unbedingt dann einen bestimmten Schutzschmuck tragen, sei es ein Kreuz oder ja, irgendwelche Schutzsymbole tragen. Ich denke nicht, dass das wirklich hilft. Ich denke, echter Schutz beginnt, wenn man ihn denn so braucht, im Kopf. Man muss einfach gefestigt sein, man muss mit beiden Beinen im Leben stehen. Wenn man tendenziell generell so ein bisschen unsicher unterwegs ist, kann das natürlich schon ein bisschen problematisch sein. Man muss wirklich schon einfach gefestigt sein. Und dann kann eigentlich meiner Meinung nach da wirklich nichts passieren. Hat die langjährige Arbeit Sie selbst verändert? Bemerken Sie Veränderungen an sich selbst? Ja, auf jeden Fall. Also man hat ja wirklich extrem blauäugig angefangen und war natürlich sehr hinterher, auch so ein bisschen diesen Nervenkitzel einzufangen. Und dieser Nervenkitzel stand damals bei mir zumindest mal wirklich noch mehr im Vordergrund. Ich denke mal auch, dass es dann bei meinem Teamkollegen, dem Stefan, auch so ist, dass wir beide extrem dahinterher waren, so ein bisschen. Ne? Und das hat sich mittlerweile doch sehr gedreht. Ich weiß nicht, ob es mit dem Alter zusammenhängt oder einfach auch mit der Summe an Erfahrungen, die wir so alle gesammelt haben, dass man da so ein bisschen mehr mit Fingerspitzengefühl tatsächlich inzwischen unterwegs ist. Also man arbeitet sehr, sehr viel feiner als damals. Das war alles sehr grobmotorisch damals und wir haben mittlerweile wirklich eigene Strategien entwickelt, wie wir Fragen stellen, wie wir auch so eine Untersuchung aufbauen. Zu Beginn hat man sich unheimlich viel von amerikanischen Vorbildern wirklich abgeschaut, was aber so rückblickend einfach nicht so wirklich der richtige Weg ist in meinen Augen, weil es sehr plump ist teilweise, zu aggressiv ist und man muss wirklich mit viel, viel Fingerspitzengefühl arbeiten. War das zusammenfassend der Weg vom Gruselerlebnis hin zur Erfahrung des lebendigen Menschlichen, dem man auch verantwortungsvoll begegnet? Genau, also es war zu Beginn weitaus subtiler. Es hatte, das ging natürlich dann damals auch so ein bisschen in diese Grusel-Horror-Schiene und man dachte so, wow, Man ist jetzt ja wirklich unterwegs und dreht einen Horrorfilm. So ist es halt nicht. Es ist wirklich so, dass es dort ganz, ganz feinfühlig vonstatten geht. Und es ist einfach eine Ebene, die hat mit Horror nicht wirklich viel zu tun. Das Interessante ist, dass Amazon das natürlich in diesem Genre veröffentlicht, nicht wir. Aber ich würde es in diesem Bereich nicht wirklich einschieben wollen, tatsächlich. Es ist nicht der Bereich, den ich da nehmen würde, tatsächlich, ja. Haben Sie den Eindruck, dass dieses Ghost Hunting auch so etwas wie eine Modescheinung momentan ist? Oder anders gefragt, umfassender, man hat ja den Eindruck, dass es immer wieder solche Wellen gibt, wo solche Themen besonders interessant sind in der Öffentlichkeit. Sind wir jetzt in so einer Welle? Definitiv, absolut, ja. Also wir haben natürlich viele Zuschauer, die wirklich sagen, okay, wir fühlen uns jetzt so inspiriert, wir wollen auch wirklich mal selber losziehen in einer größeren Gruppe. Ich freue mich darüber, weil das Thema einfach Beachtung verdient. Und es wäre schon schön, wenn da jeder seine Erfahrungen sammelt. Es gibt viele, die sagen, okay, das ist totaler Quatsch, das kann nicht funktionieren, haben es aber noch nie ausprobiert. Und das ist natürlich schon, ja, man kann ja nicht nur so durch die Gegend laufen. Wenn man sich wirklich eine Meinung bilden will, dann muss man es auch mal ausprobieren. Es gibt auch ganz viele, die in diesem Bereich unterwegs sind und sagen, das Portal von Steve Hoff, es kann nicht funktionieren. Habe ich am Anfang auch gedacht. Man muss es aber einfach mal ausprobieren. Und erst dann kann man wirklich mitreden. Und das ist, man kann alles anzweifeln, aber man muss es zumindest mal selbst ausprobieren. Und ich denke, dass die Zeiten da auch eine ganz große Rolle spielt. Also ich denke mal gerade so jetzt hier in dieser Zeit, die wir so die letzten Jahre hatten mit Lockdown und allem drum und dran, den ganzen Einschränkungen, die wir da hatten, das hat was mit den Menschen gemacht. Und ich glaube schon, dass da, das habe ich auch selber erlebt, schon viel mehr Menschen unterwegs sind, einfach auch viel mehr Fragen stellen, was gut ist. Wäre das vielleicht auch ein Weg für Skeptiker, wirklich hinschauen? Ja, absolut.
Also dieses Thema bleibt interessant und es ist schon mittlerweile wirklich so, dass diese Frage, die am Anfang einfach da stand, ist mein Papa gut angekommen, ne? Und gibt es diese andere Seite wirklich und wie sieht die aus? Diese Fragen, die brechen ja nicht ab. Es ist eine Faszination draus geworden und man kriegt immer wieder so ein klitzekleines Puzzleteil und man freut sich über jedes Puzzleteilchen, was man so hat. Und man freut sich, wenn man das irgendwie so zusammensetzen kann und es entsteht einfach ein wunderschönes Bild am Ende. Und man will natürlich schon irgendwo wissen, was wird das für ein Bild? Und man hofft natürlich, da möglichst viele Teile zusammenzubekommen und dann muss man natürlich irgendwo auch weitermachen. Welches Bild haben Sie für sich inzwischen zusammengesetzt? Was passiert beim Sterben und danach? Also ja, es gibt die unterschiedlichsten Einschätzungen. Also es geht definitiv weiter. Ich habe eher so ein Bild, aber es ist mein persönliches Bild, dass dieser Bereich, den wir hier so machen, wie so ein kleines Experiment ist. Also dass diese Welt, die wir hier erleben, einfach so ein kleines Experiment ist und man auf der anderen Seite einfach genau anschaut, ja, wie meistert man das jetzt hier, ne? Dass man sich vielleicht auch gewisse Ziele setzt, auf der anderen Seite und sagt, okay, ich gehe jetzt nochmal zurück, ja, Thema Reinkarnation und sagt, okay, ich versuche jetzt mal das aus oder ich versuche mal in so eine Richtung zu gehen und dass man dann dort, ja, quasi wie auch reingeboren wird in solche Erlebnisse, dass man sich das schon ein Stück weit mit aussuchen kann, das klingt verrückt. Auch dieses Thema der Reinkarnation, das hat bei mir dazu beigetragen, dass ich diese These quasi entwickelt habe oder das so ein bisschen unterstütze. Auch da habe ich mich immer sehr schwer getan, bis ich selber mal eine Rückführung gemacht habe, inzwischen schon mehrere Rückführungen. Und das spielt dann da auch mit rein, dass man da so einen kleinen Blick auf die andere Seite erhaschen kann. Das eigentliche Bewusstsein ist nichts Materielles. Absolut, ja. Sie investieren sehr viel Zeit in diese Arbeit. Wie finanzieren Sie das Projekt? Also es ist natürlich inzwischen so, dass die Serie, die Geisterakten, bei Amazon läuft und ja, je mehr Leute das da gucken, umso höher sind dann entsprechend auch die Einnahmen. Das ist dann auch so. Und ja, dadurch kommen dann natürlich auch Gelder rein, die wir dann wieder auch in Equipment investieren können, die wir in Reisen investieren können, aber auch einfach weitergeben können. Also wir haben inzwischen weit über 20 verschiedene Vereine, die wir einfach regelmäßig unterstützen. Das sind Vereine aus dem Tierschutz oder auch dem Kinderschutz, wo wir einfach immer wieder schauen, ja, wo kann man da helfen, ne? Und manchmal sind ganz konkrete Projekte geplant, wo irgendwas Neues gebaut wird, wo wir uns dann einfach finanziell dran beteiligen. Und da probieren wir einfach immer wieder so ein bisschen zu helfen und auch die Welt dann da so ein kleines bisschen besser zu machen. Wie kam es denn ursprünglich zum Engagement für den Tierschutz? Einfach so, ja, eher so persönlich. Ich bin persönlich im Tierschutz unterwegs. Auch mein zweiter Hund, Ole, der kommt aus Rumänien und ja, ich bin dort für einen Tierschutzverein tätig, ADOR, und habe dann da einfach ein bisschen geholfen, hier und da mal ein paar Flyer entworfen, ein bisschen bei der Webseite geholfen. Und da hat man dann so ein paar, ja, Fälle von schwer vermittelbaren Hunden mitbekommen. Und das war dann so ein Fall, wirklich Ole damals keine Haare gehabt, komplett nackt gewesen, übersät von Kruste und von Milben und wirklich ein ganz schönes Paket zu tragen gehabt. Er war ungefähr 3 Monate alt und niemand wollte ihn haben. Und dann war klar, okay, keiner will ihn, dann muss ich da irgendwie helfen. Und dann, ja, lief natürlich da irgendwo auch so eine gewisse Uhr rückwärts ab. Man muss einfach auch da wissen, dass diese Tötungsstationen in Rumänien extrem überlaufen sind und diese Tierschutzvereine auch nur begrenzt die Möglichkeit haben, diese Tiere dann da rauszuholen. Und jeder Hund, der irgendwo auch nicht vermittelt wird, nimmt natürlich einem anderen Tier, was die Chance hätte, vermittelt zu werden, auch irgendwo den Platz weg. Und da muss man einfach dann alles geben und gucken, ob man da irgendwo helfen kann. Ja, und dann war klar, Ole kommt mit dazu, Lebi war einverstanden und dann, ja, ist Ole Familienmitglied geworden. Gibt es da auch Querverbindungen von den Tieren zu ihren Untersuchungen? Tiere haben ja einen besonderen Sinn für nicht physisch wahrnehmbare Gegebenheiten. Also das haben wir festgestellt, natürlich insbesondere durch Lebi, die ja seit Beginn an quasi mit dabei war. Und wir haben festgestellt, mehr oder weniger zufällig. Es gab ja schon immer diese These, dass Tiere da so einen gewissen Sinn haben, der uns Menschen fehlt. Und das wollten wir einfach mal ausprobieren. Und dann habe ich damals Libby mitgenommen zu einer Untersuchung. Und wir haben dann wirklich festgestellt, dass sie immer wieder an Stellen geschaut hat, auf denen dann unsere Vollspektrumkamera, also der Vollspektrumfotoapparat nimmt ja dann Bereiche auf, die für den Menschen nicht sichtbar sind, also Ultraviolett und Infrarot. Und hat dann wirklich in diesen Bereichen Anomalien fixiert, die dann auf dem Bild auch zu sehen waren. Wir haben vor Ort nichts gesehen, wir haben einfach dort fotografiert. Man sieht auf diesen Bildern, dass Libby wirklich ganz gezielt
an eine Stelle schaut und auf den Fotos ist dann auch dort was zu sehen. Man spricht da immer von Orbs. Also das waren für mich früher immer Staubpartikel in der Luft, die letztendlich durch Blitzlicht angeleuchtet wurden. Aber inzwischen hat sich da mein Bild auch so ein kleines bisschen verändert. Das wurde dann immer spannender und deswegen haben wir Libby dann wirklich auch immer öfter mitgenommen. Und das ist mittlerweile einfach, ja, mittlerweile ist hier leider in Rente, aber das war einfach, man kann sämtliche Geräte eigentlich daheim lassen, wenn man Libby mit dabei hat. Das muss man ganz klar sagen, weil diese Sinne doch nochmal eine Ecke feiner sind als alles, was man irgendwo an Gerätschaften ja, anmachen könnte. Ja, und wir hatten einen sehr, sehr spannenden Fall, wo wir Libby auch jetzt das letzte Mal mit dabei hatten. Das war dann auch tatsächlich ihre Abschiedsepisode. Da waren wir in einer alten Villa unterwegs, in der man wusste, dass dort auch ein Geisterhund umherläuft. Und dem sind wir dann ganz gezielt auf den Grund gegangen und haben auch tatsächlich ein Foto eingefangen, was allerdings dann auch erst einer Zuschauerin aufgefallen ist. Das ist unseren Augen tatsächlich entgangen, wo man wirklich auch so schemenhaft in der Struktur einer Holzbank, die hinter uns sich befand, sich so das Gesicht eines Hundes abzeichnete. Und das sind also die Momente, wo man einfach denkt, okay, das ist nicht zu fassen. Also ja, und da war ich dann auch wieder sehr froh, dass Libby da mit dabei war. Ich denke mal, das wäre ohne Libby nicht möglich gewesen. Herr Janssen, viel Erfolg für Ihre weiteren Unternehmungen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Auch ich bedanke mich.